Hallo meine Freunde, hier ist der Luke. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag, natürlich zu Hause, ne? Hier so Hashtag Stay Home und so. In dem heutigen Video soll es mal um die Waffen vom Versorger gehen nach Update 6.2, wo sich ja wieder alles geändert hat in Battlefield 5, was das Waffenbalancing angeht. Mit diesem Update wurde das ganze Waffenbalancing ja wieder zurückgedreht, quasi auf Pre-5.2 Zeiten. Ja, und das ist der Grund für dieses Video. Wir gucken uns mal die Waffen an, was sich so wieder zurückverändert hat, welche Waffen jetzt wieder gut sind. Wie gesagt, jetzt hier mal für den Versorger. Das Ganze habe ich auch schon für den Medic und für die Assault-Klasse, also den Sturmsoldaten, gemacht. Die Videos findet ihr auf meiner Kanalseite und werde ich natürlich auch oben rechts jetzt verlinken. Also, falls ihr die noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall da auch mal vorbeischauen. Okay, auf geht's. Also grundsätzlich haben wir ja erstmal drei Waffenkategorien beim Versorger. Das sind einmal die LMGs, also die MGs, die man tragen kann quasi. Dann die MMGs, die man nur aus der Hüfte schießen kann oder wenn man sie auflegt, also wenn man das Zweibein benutzt sozusagen. Und dann zum Schluss noch die Shotguns. Als erstes kümmern wir uns mal um die leichten Maschinengewehre. Das sind die Gewehre, womit die meisten wahrscheinlich den Versorger spielen. Zumindest hoffe ich das. Okay, schauen wir uns mal die Schadensmodelle an. Und das sind auch nur Modelle, also Plural, weil das Matzen ein bisschen ein anderes hat. Ansonsten sind alle Schadensmodelle bei den LMG gleich, 25,1 im Nahkampf. Und dann am Ende sind es noch 15 Schadenspunkte pro Kugel, der gleiche Abfall. Da ist also alles gleich. Wie gesagt, außer das Matzen, das hat ein bisschen anderes Schadensmodell. Da sind es 22. Es fällt ein bisschen sanfter ab und hat dann am Ende noch ganze 18 Schadenspunkte pro Kugel. Die Unterschiede bei den einzelnen LMG definieren sich also eher über Recoil und Feuerrate als über die Schadenswerte. Das Ganze kann man jetzt noch ein bisschen weiter einteilen. Wir schauen uns jetzt erstmal die LMG an, die so meiner Meinung nach eher für den Nahkampf gedacht sind, beziehungsweise ja für die nahe Mitteldistanz. Am besten geeignet für die eher kürzeren Distanzen sind definitiv BAR und FG42. Die haben eine höhere Feuerrate als die anderen mit 720 bei der BAR und 670 bei der FG42. Dazu kommt natürlich ein bisschen höherer Recoil als bei den anderen Gewehren. Allerdings ist das noch zu verschwärzen, wie ich finde. Also es ist nicht so extremer Unterschied wie zum Beispiel bei den Medic-Waffen. Das ist also noch ganz gut zu kontrollieren. Ein bisschen langsamere Feuerrate hat dann das KE7 mit 568 Kugeln pro Minute. Ungefähr in dem Bereich liegt dann auch das LS26 mit 599 Kugeln pro Minute. Wie gesagt, Schadensmodell haben alle das gleiche und deswegen schauen wir uns doch jetzt mal die Recoil-Werte an. Bei FG42 und BAR sind es vertikal jeweils 0,76, wobei es bei den anderen nur 0,7 sind, also hier ein bisschen weniger. Und auch beim seitlichen Recoil liegt alles im ungefähr gleichen Bereich. Etwas heraussticht hier die BAR mit 0,35 nach links und nach rechts. Die ist also von den Vieren am schwersten zu kontrollieren, würde ich sagen. Dazu muss man natürlich noch erwähnen, dass diese Recoil-Werte immer pro Schuss aufaddiert werden. Das heißt, je höher die Feuerrate ist, desto schwerwiegender wird natürlich auch der Recoil. Also das soll jetzt nicht heißen, dass FG42 und BAR genau den gleichen Recoil haben wie die beiden anderen Waffen. Der ist natürlich ein bisschen höher aufgrund der höheren Feuerrate. Damit kommen wir auch noch kurz zur Munitionskapazität. Wir haben 20 Schuss im Magazin bei allen, außer bei der KE7. Die hat 25 Schuss im Magazin. Dafür dauert dann das Nachladen einen guten Drittel länger als bei den anderen Waffen, vorausgesetzt ihr habt noch eine Kugel im Magazin bei den anderen. Da tut sich also auch nicht besonders viel. Leute, die vielleicht meine Videos schon mal hier und da geschaut haben, wissen, ich lade eh dauernd nach. Deswegen ist das für mich, naja, ein bisschen zweitrangig. Deswegen folgendes Fazit. Für mich ist die FG42 in dieser Kategorie definitiv mein Favorit. Ja, und das hat sich tatsächlich wieder geändert, denn vor dem Patch war es die BAR. Die FG42 wurde ja so ziemlich in Grund und Boden gepatcht. Die war fast unspielbar. Aber da jetzt dieser extreme Damage-Drop-Off, den es da gab bei der FG42, wieder korrigiert wurde, steht sie bei mir wieder ganz oben. Aufgrund der hohen Feuerrate, dem guten Schaden, den leicht zu kontrollierenden Recoil, ist das meine erste Wahl. Auch vielleicht ein kleiner Spoiler schon mal vorweg. Auch insgesamt ist die FG42 in dieser Klasse meine erste Wahl. Man hat ja in Battlefield 5 lange nicht mehr so weite Distanzen, wie das früher mal war in den Battlefield-Teilen. Deswegen auch auf mittlere Distanz ist die einfach super zu gebrauchen und meine Go-To-Waffe in dieser Klasse. Wer mit dem Recoil vielleicht nicht so gut klarkommt in Battlefield 5, also mit der Kontrolle von jenem, für den ist vielleicht die KE7 eher was. Die LS26 fällt so ein bisschen ab, meiner Meinung nach. Und es ist doch eher schwer, da gegen die anderen anzukommen. Puh, so.
Auf zur nächsten Kategorie bei den leichten Maschinengewehren. Das sind die, die meiner Meinung nach eher für die mittleren Distanzen geeignet sind, weil aufgrund der geringen Feuerrate ihr im Nahkampf so gut wie keine Chance habt, es sei denn, ihr seid irgendwie ein Headshot-Monster. In dieser Kategorie tummeln sich dann Brand Gun, Lewis Gun, das Matzen MG, das Typ 97 sowie das Typ 11 Maschinengewehr. Bei diesen ganzen Waffen haben wir nur zwei verschiedene Feuerraten. Das ist einmal 514 Kugeln pro Sekunde bei der Brand Gun, dem Matzen und dem Typ 11 MG und 539 Kugeln pro Minute bei dann der Lewis Gun und dem Typ 97 MG. Das lässt sich auch mit keiner Spezialisierung erhöhen, also die bleiben so, egal was man macht. Was sich aber jetzt in dem Fall auch nicht viel tut, 514 oder 539, ist jetzt nicht der Riesenunterschied, wie ich finde. Beim Schadens Modell, wie gesagt, alle Waffen gleich bis auf das Matzen MG. Da braucht ihr in kürzerer Distanz einfach eine Kugel mehr und auf längere Distanz eine Kugel weniger als mit den anderen Waffen. Die wäre dann hier also für weitere Distanzen definitiv besser geeignet. Schauen wir uns mal die Munitionskapazität an. Wir sehen ganz viele 25 und 30er Magazine bei den Waffen. Die Lewis Gun sticht da ein bisschen heraus. Da haben wir standardmäßig schon 47 Kugeln, was schon echt viel ist im Vergleich zu den anderen. Und die können wir per Spezialisierung auch noch auf 97 Kugeln erweitern. Wobei ich irgendwie denke, dass das gar nicht unbedingt nötig ist. Also 47 Kugeln sind eigentlich mehr als genug. Allerdings ist es eine Möglichkeit, also wer gerne überhaupt nicht nachladen will oder sehr selten, der nimmt die Lewis Gun und erweitert das Magazin auf 97 Schuss. Bei der Matzen kann man das Magazin auch noch erweitern auf 40 Schuss. Allerdings hat man da einen riesen Knüppel von Magazin im Bildschirm hängen. Was so ein bisschen mein Problem ist mit den LMG. Diese Aufsteckmagazine von oben nehmen einfach so viel vom Bildschirm ein. Also irgendwie, man gewöhnt sich ein bisschen dran, muss man sagen. Je länger man damit spielt, habe ich gemerkt, während ich das hier so getestet habe. Allerdings, ich werde damit nicht so ganz warm. Also ich spiele lieber die Lewis Gun, muss ich sagen, hier in dieser ganzen Geschichte. Alle anderen haben halt diese Aufsteckmagazine. Wenn wir jetzt mal das Typ 11 rausnehmen, das hat dieses komische Clip-Magazin an der Seite, das nicht ganz so hoch in den Bildschirm ragt. Alle anderen haben halt diese Riesenmagazine, die so die Hälfte des Bildschirms gefühlt verdecken. Natürlich ist es nicht die Hälfte, aber ihr wisst schon, was ich meine. Menschen, die genauso denken, werden dann auch zu Lewis Gun greifen. Ihr habt ein großes Magazin, allerdings den höchsten horizontalen Rückstoß in dieser Waffenkategorie. Also die Waffe springt am meisten von links nach rechts von allen Waffen. Wer mit diesen vertikalen Magazinen gut klarkommt, dem sei wärmstens das Matzen MG oder die Brand Gun empfohlen. Ich bin in den Runden, die ich gespielt habe mit dieser Waffenkategorie, erstaunlich gut mit der Brand Gun klargekommen. Obwohl von der Statistik her das Matzen MG eigentlich besser sein müsste. Aber Statistiken sind ja immer die eine Seite und wie man so mit den Sachen klarkommt, ist so ein bisschen die andere. Ich weiß nicht, woran es lag, aber ja, irgendwie bin ich super mit der Knarre klargekommen. Probiert sie doch einfach mal aus. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was eure Lieblingswaffen sind. Und da können wir ja ein bisschen diskutieren. Weil, wie gesagt, das ist immer alles so ein bisschen Geschmackssache. Also die Statistiken sind immer die eine Seite, also die harten Fakten sozusagen. Aber da spielt halt noch viel der Spielstil rein, ob man jetzt aggressiver spielt oder eher ein bisschen weiter zurück ist. Wie gut man den Recoil kontrollieren kann, wie oft man nachlädt, ob man das ab und zu vergisst etc. pp. Also da spielen so viele Faktoren rein, dass man da einfach auch nie so genau sagen kann, das ist jetzt unbedingt die beste Waffe für jeden. Aber deswegen gibt es ja auch so viele Waffen mit den unterschiedlichen Eigenschaften für die unterschiedlichen Entfernungen und den unterschiedlichen Kategorien. Darüber lässt sich streiten, aber dafür sind solche Videos und die Kommentarfunktionen ja auch da, dass man das machen kann. Ich für meinen Teil zum Beispiel komme mit diesem Typ 97 und dem Typ 11 MG, also diesen japanischen MGs, die so als letztes jetzt ins Spiel gekommen sind, irgendwie nicht klar. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil von den Statistiken her sind sie halt nicht viel anders als die anderen Waffen in diesen Kategorien oder für den Versorger halt. Aber ich weiß nicht, irgendwie mag ich sie nicht. Egal, ob ich sie mit Scope oder ohne oder nur mit Fliegervisier spiele, wie ich eigentlich die meisten LMGs spiele. Irgendwie liegen die mir nicht. Also abschließend zu den LMG.
Für mich ist es in den meisten Fällen einfach die FG42. Die passt einfach zu meinem Spielstil am besten. Für mein Gefühl komme ich damit am besten klar. Auf größeren Karten wie, was weiß ich, Panzersturm oder sowas, kommt dann auch schon mal die Lewis Gun ins Spiel. Einfach weil mir bei den anderen LMGs irgendwie die Übersicht fehlt aufgrund der Magazine und so weiter. Bei der Lewis Gun würde ich dann nicht auf das Extended Magazine spezialisieren, also auf das vergrößerte Magazin, sondern eher den Rückstoß ein bisschen verbessern, damit man das ein bisschen kompensieren kann im Vergleich zu den anderen. Das wäre so mein Fazit für die LMG-Kategorie. Dann kommen wir noch zu den Shotguns für den Versorger. Da gibt es vier an der Zahl. Die 12G Automatik, M30 Drilling, Modell 37 und die M97. Eins kurz vorweg, ich bin kein riesiger Shotgun-Profi, also ich spiele sie äußerst selten. Klar, zum Aufleveln für den goldenen Skin und so weiter habe ich sie halt mal durchgespielt. Allerdings im normalen Spiel benutze ich sie nicht besonders häufig. Aber nichtsdestotrotz schauen wir sie uns natürlich an. Von den Statistiken her ergibt sich da ein relativ klares Bild. Wir lassen jetzt die M30 Drilling mal ein bisschen vorweg. Die hat so ein bisschen eine spezielle Stellung bei den Shotguns. Die anderen haben alle pro Schuss 32 Pellets, also Schrotkugeln sozusagen, die verschossen werden. Die haben alle die gleiche Mündungsfeuergeschwindigkeit von 333 Metern pro Sekunde. Allerdings bezogen auf die Feuergeschwindigkeit und auf den Schaden pro Schrotkugel ergibt sich da ein ziemlich klares Bild, welche Schrotflinte hier die Nase vorn hat. Und das ist ganz eindeutig die Model 37. Sie hat von den dreien, die wir jetzt gerade vergleichen, die höchste Feuergeschwindigkeit von 149 Kugeln pro Sekunde. Selbst die 12G Automatik hat nur 138, also ein bisschen weniger. M97 fällt ab mit 99 Kugeln pro Sekunde. Aber noch wichtiger ist der Schaden pro Pellet, also pro Schrotkugel. Der liegt bei der Model 37 nämlich bei 11,2. Im Vergleich zu den anderen, die haben nur 7,2. Das heißt, im Umkehrschluss, ihr müsst also mit der Model 37 nicht so genau auf den Körper zielen wie mit den anderen beiden. Da reichen auch weniger Pellets, um die Gegner niederzustrecken sozusagen. Sie ist also am leichtesten zu gebrauchen von denen. Sie hat also die höchste Feuergeschwindigkeit mit gleichzeitig dem höchsten Schaden. Da gibt es also nicht viel zu diskutieren, was so den klassischen Gebrauch von Schrotflinten angeht bei Battlefield 5. Nun spielen wir ja, um Spaß zu haben. Und ich muss sagen, mit den Schrotflinten hatte ich am meisten Spaß, wenn ich sie nicht unbedingt so benutzt habe, wie man Schrotflinten eigentlich benutzt. Das heißt, zum Beispiel die M30 Drilling hat ja diesen Einzelschuss, der eine normale Gewehrkugel hat, die man umschalten kann, womit man dann einen One-Shot-Headshot-Kill macht sozusagen. Und das ist doch übelst belohnt, wenn man damit einen wegholt auf weite Distanzen mit einem Kopfschuss einfach. Der muss dann halt auch sitzen logischerweise, wenn man danach wieder nachladen muss, aber das macht einfach übelst Laune, wie ich finde. Kann natürlich auch frustrierend sein, wenn man die Schüsse nicht trifft. Eine andere Art, mit der man sehr viel Spaß mit den Schrotflinten haben kann, ist, wenn man die 12G oder die M97 auf die Slugs, also auf die massiven Kugeln spezialisiert, sozusagen keine Schrotkugeln mehr verschießt, sondern halt ganz normale Gewehrkugeln im Prinzip. Wie ich beim Erspielen von dem Content für dieses Video festgestellt habe, gehört es zu den befriedigendsten Dingen, die man in Battlefield 5 tun kann, mit diesen Slugshots auf weite Entfernung zum Beispiel einen Sniper zu countern oder Leute einfach auf weitere Entfernung mit Kopfschüssen niederzustrecken. Wer das noch nicht ausprobiert hat und regelmäßig Kopfschüsse verteilen kann, der sollte das unbedingt mal ausprobieren. Macht echt super Laune. Kann ich nur empfehlen. Aber man macht da wahrscheinlich natürlich nicht die beste KD seines Lebens mit. Aber man muss ja hier und da mal für Abwechslung sorgen. Also rate ich euch, probiert's mal aus. Ist auf jeden Fall übelst lustig. Tja, im Prinzip war das alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich hoffe wie immer, euch hat das Video gefallen. Ihr fandet es ein bisschen informativ und probiert vielleicht die eine oder andere Sache mal aus, die ihr hier gesehen habt. Wollt ihr keine weiteren Videos verpassen, dann abonniert doch meinen Kanal. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten hoffe ich einfach, wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh, 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 jetzt hätte ich ja um ein Haar fast die MMGs vergessen. Das geht natürlich nicht. guck mal, ich kann auch super Battlefield spielen. Jetzt ist vor... juhu, das macht aber Spaß. Guck mal, was ich für ein toller Battlefield-Spieler bin. Tschüss.